Servus und herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Sub-Vorstellung. Wir durchforsten heute wieder die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Letztes Mal sind wir gekommen bis AM und heute geht es weiter mit den ungelesenen Büchern von AN bis AZ. Wir beginnen mit einem absoluten Herzensbuch von mir. Woher will ich das wissen? Ich habe es schon gelesen. Es ist trotzdem auf meinem Sub gelandet, weil ich es gerne rereaden möchte. Es ist einerseits von einem meiner absoluten Lieblingsautoren, Jonas Jonasson, und andererseits verbinde ich mit diesem Buch eine schöne Urlaubserinnerung. Ich habe es nämlich aus einem Book Exchange herausgetauscht in einem Hostel in Dublin. In Die Analphabetin, die rechnen konnte, geht es um Folgendes. Mit 5 fing sie an zu arbeiten, mit 10 wurde sie weise, mit 15 von einem Auto überfahren. Im Grunde deutete alles darauf hin, dass Nombeko ihr Dasein in ihrer Hütte im größten Slum Südafrikas fristen und sehr früh sterben würde. Wenn sie nicht die gewesen wäre, die sie war. Aber die war sie eben. Nombeko war die Analphabetin, die rechnen konnte. Tja, skurril, verrückt. Der Schreibstil von Jonas Jonasson lässt sich sehr schwer beschreiben. Man muss das einfach mal ausprobiert haben und schauen, ob das was für einen ist. Er spaltet so ein bisschen die Gemüter. Meins ist es total. Also mich holt er immer völlig ab. Und er hat in seinen Werken oft auch solche Was-wäre-wenn-Elemente drin. Das finde ich immer sehr kreativ. Ich bewundere das auch, weil es meiner Meinung nach sehr viel an Allgemeinwissen und auch an Recherche erfordert, um solche Bücher zu schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich auch hier wieder auf eine Protagonistin treffen werde, die in der Lage ist, das komplette Weltgeschehen zu verändern. Schon im ersten Teil der Subvorstellung hatten wir ein Buch von Charlotte Link mit dabei. Hier haben wir beim Buchstaben A gleich wieder eins, nämlich das andere Kind. Wie so oft bei Charlotte Link spielt auch dieses Buch in England, nämlich in Scarborough. Dort wird eine Studentin erschlagen, aufgefunden, gefolgt von einem ganz ähnlichen Mord. Es können da nicht so wirklich Zusammenhänge festgestellt werden und aus diesem Grund klammert sich die Ermittlerin an das allzu Offensichtliche. Nämlich an ein Zerwürfnis in der Familie des zweiten Opfers, das sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Buch vielleicht sogar auf zwei Zeitebenen spielt. Die Morde in der Gegenwart und dieses Familienzerwürfnis in einem Erzählstrang in der Vergangenheit. Die Dicke des Buches würde das auf jeden Fall hergeben. Es ist wieder mal ein schöner Charlotte Link-Wälzer mit über 650 Seiten. Alles, was über 500 Seiten hat, macht mir ein bisschen Angst. England 1890. Annemans Mutter wünscht sich für ihre Tochter nur das Allerbeste. Schöne Kleider, Bälle, einen perfekten Ehemann, doch sie interessiert sich überhaupt nicht dafür. Sie verkriecht sich in eine Welt aus Büchern und versucht so ein bisschen der Realität aus dem Weg zu gehen. Aber irgendwann klopft die Realität an ihre Tür und stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. Annemand Crumps Staubchronik von Lynn Rena ist wohl einer der meistgelesenen Fantasy-Klassiker. Ich glaube, es gibt keinen Fantasy-Fan, der dieses Buch nicht gelesen hat. Ich finde es sehr angenehm, dass es sich offensichtlich um einen Einzelband handelt. Ich glaube, es gibt nur noch so ein paar Ableger davon oder Zusatzbände, die aber nicht wirklich weiterführend sind in der Geschichte. Und ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Bücher über Bücher, das geht eigentlich immer. Und darüber hinaus habe ich noch nie was vom Drachenmond Verlag gelesen, da wird's auf jeden Fall Zeit. Anna von Niccolò Ammaniti habe ich aus dem Bücherschrank gezogen, ohne recht zu wissen, worum es eigentlich geht. Mich hat einfach nur das Cover angesprochen. Allerdings hätte ich das Cover mit dem Inhalt eigentlich nicht wirklich in Verbindung gebracht. Es handelt sich nämlich offensichtlich um einen dystopischen Abenteuerroman. Wir befinden uns in Sizilien im Jahre 2020. Die düstere Insel ist bevölkert von Straßenhunden und grausamen Straßenkinderbanden. Es wütet eine Virusepidemie, die alle Menschen ab der Geschlechtsreife dahinrafft. Anna lebt in dieser Welt und als ihr kleiner Bruder verschwindet, begibt sie sich auf die Suche. Was das Ganze jetzt mit diesem Oktopus auf dem Cover zu tun hat, das würde mich wirklich sehr interessieren.
Ich hoffe, ich habe bald mal Lust auf ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Kommen wir zu einem richtig alten Schinken, Anne of Green Gables von Lucy Maud Montgomery. Erstausgabe 1908 und es geht um die rothaarige Anne. Das ist eine Waise und sie wird versehentlich auf die Farm von Matthew Cuthbert und seiner unverheirateten Schwester Marilla geschickt. Die beiden hatten eigentlich einen Jungen erwartet, der ihnen ein bisschen auf der Farm zur Hand gehen kann, nehmen Anne aber trotzdem auf. Green Gables ist also die Farm, auf der Anne schließlich wohnt und ihre Abenteuer erlebt. Und die befindet sich auf Prince Edward Island in Kanada. Es handelt sich hier um den ersten Teil einer neunteiligen Kinderbuchreihe und angeblich ist diese Reihe im englischsprachigen Raum so bekannt wie bei uns Pippi Langstrumpf. Angeblich ist Astrid Lindgren auch tatsächlich inspiriert worden durch Anne of Green Gables für ihre Bücher rund um Pippi Langstrumpf. Auch der gute alte Stephen King steuert jetzt schon den zweiten Titel zum Buchstaben A bei mit Der Anschlag. Ich habe es aktuell nur als Hörbuch hier in Form von CDs, werde aber sicher meine Heine-Sammlung von Stephen King mit diesem Buch auch bei Gelegenheit komplettieren. Es geht hier jedenfalls um den Anschlag auf John F. Kennedy im Jahre 1963, der um die Welt ging. Wir haben hier den Protagonisten Jake Epping. Jake Epping kann in die Vergangenheit reisen und er möchte sich das zunutze machen, um den Anschlag zu verhindern. Aber die Vergangenheit wehrt sich vehement dagegen. Der Anschlag sei eines von Stephen Kings absolut besten Büchern und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, jemals eine wirklich negative Rezension dazu gehört oder gelesen zu haben. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Es klingt zumindest nach einem Plot, den Stephen King durchaus gut schreiben und ausarbeiten kann. Machen wir weiter mit einem teils Bildband, teils Sachbuch aus dem Bereich der Archäologie. Archäologie ist ja ein sehr weites Feld. Hier geht es genau genommen um die wichtigsten Entdeckungen von Beginn der Archäologie an bis zur Gegenwart. Wir haben hier also sowohl etwas wissenschaftlichen Hintergrund als auch eben die einzelnen Entdeckungen aufgelistet und in einen historischen Zusammenhang gestellt. Aufgeteilt ist das Buch in Kontinente und es geht schon mal super los mit den Neandertalern. Das catcht mich gleich schon, weil ich seit Aufgetaut von David Safir unbedingt mal ins Neandertal fahren möchte. Aber Düsseldorf ist von hier aus leider nicht der nächste Weg. Das Problem werde ich bei den meisten Einträgen hier haben, dass ich da immer gleich hin will. Und tatsächlich habe ich noch nicht wirklich viele von den Sachen gesehen, also von den Orten und von den Bauwerken und Skulpturen, die hier vorgestellt werden. Ich habe mal reingeschaut, die Venus von Milo im Louvre habe ich schon gesehen. Ich war im Tal der Könige in Ägypten, aber das war's dann auch ziemlich. Das Buch wird auf jeden Fall Fernweh pur, das habe ich beim Durchblättern schon gemerkt. Die Asche meiner Mutter von Frank McCourt ist ein autobiografischer Roman, der von der Kindheit und Jugend des Autors erzählt. Frank wird als ältester Sohn irischer Einwanderer in New York geboren, 1930. Und während der großen Depression beschließt seine Familie aber nach Irland, genau genommen nach Limerick, zurückzukehren. Sie leben dort aber in sehr schwachen sozialen Verhältnissen. Sie hausen in einem Slum, sie schlagen sich mehr schlecht als recht durch. Und das Buch erzählt von Franks Sichtweise, wie er die Situation wahrnimmt und wie diese Situation sein Leben prägt. 1997 gewann der Autor mit diesem Buch den Pulitzer-Preis. 2 Jahre später ist es dann auch verfilmt worden. Ich denke, dass dieses Bild aus dem Film stammt und ich finde das ein ziemlich gruseliges Cover. Nile hat ihre große Liebe gefunden, Ben. Doch Ben verschwindet auf einmal spurlos und niemand will Nile auf ihrer Suche nach ihm helfen, bis auf eine einzige, seine Frau. Atme von Judith Merchant verspricht Psychospielchen mit verblüffenden Wendungen. Und zusammen mit Schweig ist es jetzt ziemlich rumgegangen auf BookTube. Schweig ist noch ein bisschen besser bewertet als Atme. Deswegen denke ich, ich werde mit dem beginnen, damit ich mich langsam steigern kann. Aber ich
gehe davon aus, dass das ein richtig gutes Buch ist. Vera, genannt Beachy, drückt an einem regnerischen Wiener Frühlingstag auf ein obskures Klingelschild und findet sich in einer monarchistischen Geheimloge wieder. Dieser legitimistische Club plant radikale Aktionen, um das aktuelle Weltgeschehen wieder ins rechte Lot zu putschen und lenkt Beachy von ihren eigenen zahlreichen Problemen ab. Es geht schon gut los, wenn ich den Klappentext lese und ich muss schon gleich das erste Wort googeln. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung gehabt, was legitimistisch ist. Für alle, die es noch nicht wissen, das umschreibt den Standpunkt der Unabsetzbarkeit des Herrscherhauses. Und diese Geheimloge, in die Beachy da gerät, die möchte anscheinend den Greisen Otto von Habsburg wieder auf den Kaiserthron bekommen. Angekündigt worden ist es damals als originelles Werk, das war auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, aber auf Amazon zum Beispiel habe ich geschaut, es ist richtig, richtig schlecht bewertet. Es ist beschrieben als langatmig, belanglos, verwirrend. Man hat keine Ahnung, was einem der Autor überhaupt sagen will. Es klingt also in jeglicher Hinsicht so, dass man auf keinen Fall dieses Buch würde lesen wollen. Aber das reizt mich manchmal mehr wie ein Buch, um das sich nur Lobeshymnen ranken. Der Autor des nächsten Buches, Daniel Silva, hat während seiner Karriere bei CNN offenbar genügend Erfahrungen für eine Buchreihe sammeln können. Diese Buchreihe umfasst stolze 22 Bände bisher und das ist der erste Teil, der Auftraggeber. Der israelische Botschafter in Paris fällt einem Attentäter zum Opfer und dies führt unseren israelischen Ermittler hier in seine düstere Vergangenheit. Es beginnt eine Jagd zweier Todfeinde quer um den ganzen Erdball und die politische Intrige ist offensichtlich verknüpft mit dem persönlichen Schicksal des Helden. Rund um den Erdball klingt schon mal sehr gut. Persönliches Schicksal des Helden, ich weiß nicht recht, also das ist jetzt auch nichts Neues, dass man einen Ermittler verfolgt, der so sein Päckchen zu tragen hat. Muss man sehen, wie das ausgearbeitet ist. Politische Intrige? Also ich kenne mich in Politik, das habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, nicht wirklich gut aus. Wenn ich was lernen kann in der Geschichte, dann ist es super. Wenn zu viele Vorkenntnisse gefordert sind, dann könnte es schwierig werden. Von Schule und Studium sind noch einige Bücher aus der klassischen deutschen Literatur bei mir zu Hause. Die meisten sind allerdings noch absolut ungelesen und ich freue mich drauf, das ein oder andere noch im Nachhinein zu erarbeiten. Hier habe ich Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts und es sind hier auch noch weitere Novellen des Autors enthalten. In Aus dem Leben eines Taugenichts geht es um einen jungen Mann, eben besagten Taugenichts, der in die Welt zieht und über einige Umwege seine große Liebe findet. Veröffentlicht wurde dieses Buch 1822, ist ein Meisterwerk der musikalischen Prosa und gilt als Paradebeispiel für die Spätromantik. Im Gegensatz zu Autoren der Früh- und Hochromantik wenden sich Autoren der Spätromantik, wie zum Beispiel auch Josef von Eichendorff, eher düsteren Themen zu, wie zum Beispiel Angst, Grauen, Wahnsinn, Übernatürlichem, aber es geht auch viel in Richtung Religion. All das, finde ich, steht jetzt ein bisschen im Widerspruch mit der Zusammenfassung dieser Novelle, die ja eher Richtung Reise und Liebe geht. Also ich bin gespannt, welcher Teil dann am Ende hier in dieser Geschichte überwiegt. Das Ende des Ölzeitalters ist angebrochen und niemand scheint für diesen Zustand wirklich einen Plan zu haben. Bis auf den alten Öltechniker Block, der behauptet als einziger die Methode zu kennen, wie man noch genug Öl für die nächsten 1000 Jahre findet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte den ein oder anderen Schreckensmoment bereithält und so ein bisschen geht in die Richtung wie Mark Ellsbergs Blackout, wo Europa keinen Strom mehr hat von einem Moment auf den anderen, oder Dry von Neil Schusterman, wo das Wasser ausgeht. Und auch Ausgebrannt von Andreas Eschbach wird eine Geschichte sein, die, wenn man genau hinsieht, gar nicht so weit hergeholt ist. Ich habe sowohl Blackout als auch Dry super gern gelesen. Ich mag solche Szenarien gerne
Und ich bin auch bei diesem Titel guter Dinge. Zu guter Letzt habe ich noch einen Nachtrag zum ersten Teil des Videos. Es ist nämlich noch ein Buch aufgetaucht, als ich meine Bibliothek bei Audible durchgeforstet habe. Und nachdem ich die CD-Versionen meiner Hörspiele schon hier mit aufnehme, muss ich fast die Hörbücher, die ich noch ungehört auf Audible stehen habe, auch fast erwähnen. Und da ist noch Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili aufgetaucht. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eines der umfangreichsten Familienepen überhaupt. Wir verfolgen 6 Generationen von Frauen in Georgien und es wird im Prinzip das komplette 20. Jahrhundert durcherzählt. In der Printversion hat die Geschichte 1280 Seiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Hörstunden, aber das wird mich auf jeden Fall einige Zeit beschäftigen. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Buchstabe A ist jetzt endgültig abgearbeitet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der genannten Bücher ihr schon gelesen habt und wie ihr sie fandet. Und vielleicht erzählt ihr mir auch, welche Bücher von AN bis AZ ihr auf dem Sub habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Servus!